zusammen, ich heiße Leo Thoma und ich schreibe Lektüren für Leute, die Deutsch lernen. Ich freue mich sehr, dass ihr heute dabei seid und Lust auf eine Geschichte habt. So von Küchentisch zu Küchentisch. Die Geschichte heute heißt Der perfekte Tag und ist aus meinem neuen Buch In der Fremde. Ich lese jetzt aber nicht die Originalversion, ich lese eine Version, die leichter ist. Das ist wie Cola Light, ist es dann Leo Light. Aber ich denke, das ist besser so, dann könnt ihr alle die Geschichte ohne Probleme verstehen. Die Geschichte heißt also Der perfekte Tag. Ich weiß, der Titel ist im Moment ein bisschen utopisch, aber sehen wir mal, ob der Tag wirklich so perfekt ist. Okay? Also, es geht los. Der perfekte Tag. Philipp Kühn kommt aus der Dusche. Der Duft von Lemon Fresh Energy ist in der Luft. Er legt sich sein weißes Handtuch lässig um den Bauch und sieht lächelnd in den Spiegel. Noch eine Portion Gel ins Haar, dann ist alles perfekt. Und jetzt noch ein leckeres Frühstück. Im Wohnzimmer sieht er aus dem Fenster die große Terrasse, das Gartentor mit dem Briefkasten, die Doppelgarage, der coole Sportwagen. Schön ist die Welt. Auf dem Tisch steht eine Kanne Kaffee und ein Teller mit frischen Brezeln. Wie nett von seiner Freundin. Wieder lächelt Philipp Kühn. Der perfekte Tag kann beginnen. Nein, der perfekte Tag hat schon begonnen. Er sieht auf die Uhr. Vor einer Viertelstunde hat seine Freundin Lena das Haus verlassen. Am Mittwochmorgen geht sie immer schwimmen und danach direkt in ihre Pilatesstunde. Schönes Programm. Aber auch er hat ein schönes Programm. 10 Minuten für das Frühstück, 20 Minuten für sein Outfit und in einer Stunde dann sein großer Moment in der Firma. Die Präsentation des neuen Produkts. Sein Triumph. Applaus, Gratulationen und natürlich ein Gläschen Prosecco. Mit der Chefin, mit dem Kunden. Danach kann er gehen, still und leise. Sein kleines Rendezvous. Um 18 Uhr ist er dann wieder zu Hause bei Lena. Und abends gehen sie dann zusammen in die Oper, Don Giovanni. Das passt doch wunderbar. Also wirklich ein genialer Plan. Philipp blickt auf den Tisch. Kurze Kontrolle. Handy, Schlüssel, Laptop. Alles ist vorbereitet. Zeit fürs Frühstück. Oder soll er sich zuerst anziehen? Nein, keinen Fehler jetzt. Keinen Kaffeefleck auf das weiße Hemd. Immer noch lächelnd setzt er sich, nimmt sich ein Tässchen Kaffee und isst ein Stückchen von der Brezel. Herrlich! Glücklich schließt er kurz die Augen. Aber Moment mal, etwas fehlt. Stopp! Also hier hätte ich jetzt eine Frage an euch. Ihr seht schon, alles ist eigentlich perfekt, aber etwas fehlt. Was könnte fehlen für das perfekte Frühstück? Da könnt ihr jetzt ein bisschen nachdenken oder auch mit anderen sprechen. Ich lese schon mal weiter. Aber Moment mal, etwas fehlt. Natürlich, die Zeitung. Normalerweise lässt Lena die Zeitung immer auf dem Tisch liegen. Für ihn. Heute nicht. Hat sie die Zeitung etwa mitgenommen? Komisch, denkt Philipp Kühn. Er steht auf und geht ans Fenster. Nein, die Zeitung ist noch draußen, im Briefkasten am Gartentor. Na also, er hat noch 5 Minuten, genug Zeit für die Fußballresultate. Wenn sein Team jetzt gewonnen hat, dann ist das definitiv the perfect day. Aber kann er so rausgehen? Er ist ja fast nackt. Er hat nur das Handtuch um den Bauch.
Kein Problem, denkt er, das sind ja nur ein paar Sekunden. Und außerdem, das ist doch sein Garten, ja, und seine Zeitung und sein großer Tag. Philipp Kühn öffnet die Tür und geht vor das Haus. Der frische Wind, wie angenehm, wie wunderbar, so barfuß auf dem kühlen Boden. Entspannt geht er zum Gartentor, holt die Zeitung aus dem Kasten, sucht gleich auf der ersten Seite und jawohl, sein Team hat gewonnen. 4:0, Sieg, juhu, sein Schrei und ein Knall. Halt, was war das für ein Knall? Ist das schon der Prosecco? Philipp blickt zurück. Das Haus, der Wind, die Tür. Die Tür ist zu. Hier ist die Geschichte zu Ende. Ich weiß nicht, wie es weitergeht. Findet Philipp eine Lösung oder findet er keine Lösung? Gibt es eine Katastrophe oder ein Happy End? Ich weiß es auch nicht. Aber das wäre jetzt eine Aufgabe für euch, wenn ihr Lust habt. Stellt euch vor, die Situation in 30 Minuten. Was ist in 30 Minuten? Hat Philipp eine Lösung gefunden oder hat er immer noch ein großes Problem? Ja, das wäre jetzt die Aufgabe. Das könnt ihr mit anderen besprechen oder ihr könnt natürlich auch einen kurzen Text darüber schreiben. Auf der Webseite findet ihr auch ein kleines Quiz zu dieser Geschichte. Vielleicht habt ihr da auch Lust. Also, ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß und bis zur nächsten Geschichte. So von Küchentisch zu Küchentisch. Alles wird gut.